schön, wieder hier zu sein. Freut mich. So was ist eher meins. Du musst wieder Soundcheck machen. Zweite Staffel. Jimmy Blue Ochsenknecht. Hi. Hey Leute, habt ihr Bock, dass wir mit euch essen gehen? Dann nehme ich noch einen Johnny mit. Dann geht's richtig ab. Ja, wie geht's dir denn, Charlie? Du siehst noch nicht ganz so fit aus. Ich brauch mal eine kurze Pause. Ich bin sehr glücklich vergeben. Ich heiße Laura Marie Geisler. Meine Unterschrift. All dem, was gerade war, da hätte ich es besser gefunden, sich da noch mal Zeit zu lassen. Schatz, nimm mal einen Schluck, du bist gleich mit meiner Mama alleine. Hast du auch Wodka? Ich meine, Olsen hat jetzt auch gerade eine Freundin und ich liebe sie über alles. Ja, ich bin vergeben. Verrückt, oder? Ja. Marihuana ist die Droge fürs Leben. Ja. Ich bin gleich umgebracht. Ja, Cheyenne hat sich gerade aus der Familiengruppe verabschiedet. Es gibt da einfach so Kleinigkeiten, die mich dann einfach nerven. Sie ist jetzt eine verheiratete Ehefrau. Jetzt muss sie mal diesen Scheiß lassen. Das ist halt dann noch ein bisschen jung. Sie unterschätzt mich manchmal ein bisschen. Erzähl mal, was sind die letzten Sachen, die noch gemacht werden müssen? Dich von der Hochzeit aus. Ich kann auch anders sein, wenn ich will. Bin ich ihre Freundin. Kriegst du einen Preis oder ich? Boah, das gibt Ärger. Sie hat eine andere Meinung als ich. Und dann geht es zack, 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 hin und her. Cheyenne ist halt einfach die Prinzessin der Familie. Die hat immer ihr Krönchen auf. Ich habe noch was vergessen zu sagen, ne? Ich. Ja, ich auch. Ja, ich höre da gar nicht mehr drauf. Ja, ich habe heute ein großes Fotoshooting, weil ich ja vorhabe, vielleicht noch mal ein bisschen zu modeln. Die Antrag bekommt bei der vierten Staffel von Das Boot mitzuspielen. Nächste Woche ist der erste Drehtag. Sieht jetzt nicht so rosig aus wie unsere Zukunft am Hof. Ach, Scheiße, was machst du? Hey, Scheiße, Mann. Krankenwagen, Scheiße. Krankenwagen, wirklich. Ruf den Krankenwagen! Bitte jetzt! Ich habe mein Dekolleté ein bisschen verschönern lassen. Ist ja schön geworden, bin Zeuge. Stimmungslage innerhalb der Familie momentan? Fick dich, ey. Im Moment sind so ein paar düstere Wolken über unserer Familie. Also es war auf jeden Fall mit die schwerste Zeit meines Lebens. Die sind halt alle tierisch enttäuscht von ihm, wie er sich gerade verhält. Dadurch, dass bei Jimmy schon diese ein, zwei Geschichten gab, die wir halt alle wissen, haben wir natürlich auch Angst, dass alles, was er tut, zu schnell ist. Alle anderen Frauen wären schon längst abgehauen bei dem ganzen Stress. Das heißt, wenn ich ihn nicht fragen würde, wäre ich jetzt ziemlich dumm. Hast du schriftlich? Du bist so extrem. Das heißt, du leugnest, was hier steht? Ich leugne gar nichts. Also das kannst du eigentlich nicht ertragen, normalerweise. So, alles im... Alles im Weich. Muss ich kurz hinsetzen. Ben, du hast das ganze Hotelzimmer mitgerissen ins Bett. Wenigstens habe ich nicht gekotzt. Ich will mit Nino wirklich für immer zusammenbleiben. Kann man gar nicht anders sagen. Wir sind einfach ein Team. So antworte bitte mit einem deutlichen Ja, ja. Um deinen Willen zu bekräftigen. Fucking Ja! Es hat sich viel getan. Es sind neue Häuser dazu gekommen. Wir konnten mehr Kinder aufnehmen. Hakuna Matata! Ey, du bist seit
vorgegangen. Mann, ich hab doch keine Hände frei. Passt alles. Nee, es fehlt noch was. Dein Hirn. Das habe ich nie dabei. Ja. Warte, stell die Wickeltasche auf den Boden. Okay. Ja, wir haben uns lange nicht gesehen. Es ist sehr viel passiert. Wir heiraten bald. Und zwar schon in weniger als 2 Monaten. Und haben eigentlich tatsächlich so gut wie gar nichts. Ja, naja, es gibt bestimmt Paare, die haben alles ein Jahr vorher fertig. Alles organisiert und dekoriert im Kopf und alles wirklich geplant. Aber wir sind halt sehr spontan. Wir haben noch nicht mal Hochzeitskleid oder Hose und Outfit für Nino. Ja, wir haben uns eigentlich erst circa ein paar Monate nach der Verlobung entschieden, dass wir überhaupt das Jahr heiraten. Das war ja auch nicht klar und deswegen war alles sehr kurzfristig. Wir haben ja am Status quo eigentlich noch gar nichts. Wird auf jeden Fall hardcore werden, weil wir brauchen noch Unterkünfte, wir brauchen Blumen, wir brauchen Torte, wir brauchen die Outfits, dann das Menü, Musik. Wir haben auf jeden Fall so knapp 10 Punkte, die wir noch abhaken müssen und wir haben nicht mal noch die Einladungen verschickt. Der Druck kommt jetzt langsam, weil wir haben im Kopf schon sehr viel geplant. Aber du darfst ja nicht vergessen, dass du auch immer mit den Leuten dann sprechen musst. Aber jetzt starten wir und mal schauen, ob man alles hinkriegt. Wir sind jetzt bei unserer Hochzeitslocation angekommen, sagen wir mal, am traditionellen steirischen Hof. Das letzte Mal, wo wir hier waren, blieb nicht so viel Zeit, dass wir uns noch mal genau Gedanken machen, wo wir was machen könnten. Und es ist einfach noch mal ultra wichtig, hier noch mal alles abzuchecken. Let's go. Sieht voll mystisch aus mit dem Nebel. Guten Hello. Tag, Frau Chefin. Hi. Hi. Christi. Die Hochzeitslocation ist für uns besonders, weil wir da, also ich vor allem als kleiner Junge schon mit meiner Family immer sonntags zum Schnitzelessen gefahren sind. Ja, das haben wir mit Jane dann auch irgendwie beibehalten, dass wir mit Jane öfter dahin gefahren sind und sie fühlt sich da sehr wohl. Das wird lustig. Sieh mal, wie kriegt ein schönes weißes Kleid? Ein Dirndl. Ein Dirndl. Hallo. Und dann haben wir eben das Standesamt gesehen im Obstgarten und haben eigentlich in der Minute beschlossen, dass wir dort heiraten wollen. Ja. Lässt man das dran oder kann man das auch abmachen? Zum Beispiel? Ja, das müssen wir. Aber das ist dann, wenn ihr Blumen habt, ja, deswegen dann schaut es total süß aus, wenn die das so runter dekorieren. Mit so, mit kleinen Glasern. Cheyenne ist die Beste. Oh ja. Wir heiraten erstmal standesamtlich, weil wir das nur im kleinsten Kreis erstmal machen wollten, weil es ja auch noch nicht einschätzbar war mit Corona, mit den ganzen Auflagen. War jetzt auch das, was am einfachsten zu umsetzen war. Also jetzt eine Hochzeit für 200 Personen umzusetzen in 2 Monaten wäre nicht möglich gewesen. Und dann hier noch Lichterketten und alles dran. Also es wird richtig wie ein kleiner Märchenwald. Vielleicht in die Bäume noch Lichterketten oder Lampions oder so. Mal gucken, was der Blumenhof hat an Deko. Ich will halt, dass alles perfekt wird, weil es meine Hochzeit oder unsere Hochzeit, da muss alles perfekt werden. Wir werden auch eine Fotobox haben, wo jeder sein Foto mitnehmen kann direkt. Man heiratet endlich den Mann seiner Träume mit einem Kind. Das ist natürlich ein sehr schöner Tag und deswegen muss der auch schön in Erinnerung bleiben und mit ja keinem Notfall oder Unfall oder irgendwas. Wo würden wir denn dann essen? Da drin, ne? Ja, da drinnen. Da, 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 da.
So, ihr Lieben, ist das nicht süß? Da wird euer Feier stattfinden. Oh, schön warm. Jetzt sind wir schon eingeheizt. Da haben wir Platz für 33 insgesamt. Das geht sich super aus. Cool. Und da seid ihr schon gemütlich zusammen. Und den Tisch da mal raus, den schieben wir nach hinten. Der kommt auch raus und dann habt ihr jetzt da die komplett Platz. Solange wir bis 7 Uhr morgens hier sein können, passt es eh eigentlich alles. Bis 7 Uhr morgen wirst du feiern? Klar. Ja, passt. Wenn du mitmachst. Um 8 musst du raus. Dann kommt die nächste Hochzeit am nächsten Tag. Kein Problem. Jetzt zeige ich euch noch das Brauthäuschen, wo ihr euch dann umziehen könnt und herrichten könnt. Hast du eigentlich so eine Visagistin, die dich dann schminkt, oder machst du das selber? Haare lasse ich vielleicht machen, aber Make-up mache ich selber. Weil ich kann das ganz gut, ja, oder, Nino? Ja. Ja, oh, sagt der Zukünftige. Ja. Oh, das ist ja süß. Das ist echt cool. Gell? Da habt ihr schon Platz. Wow, das seid ja ihr. Ja. Kannst du euch ein bisschen einstimmen auf die Hochzeit? War das auch ihr, ja? Nein, das war eigentlich der Oststeiermark. Okay. Voll richtig hippie. Ja, cool, gell? Da haben wir so Glück gehabt mit dem Wetter. Am Vortag hat es gestürmt wie nur was. Und dann haben wir gedacht, oh Gott, richtig, oh Gott. Geil. Über das Wetter reden wir jetzt gar nicht, weil sonst wird es schlecht. Dass es nicht regnet, ist natürlich auch ein Faktor, wobei wir eine Location haben, wenn es regnet, dass wir da reingehen können. Aber es ist natürlich nur ein Notfall. Ich will da halt nicht rein, ich will draußen heiraten. Und ja, dass das Make-up passt, dass die Haare passt, dass das Kleid nicht dreckig wird, dass das Kleid passt. Eigentlich kann alles schief gehen, aber ich hoffe wirklich, dass alles klappt, weil sonst sind wir am... Ja, so schlimm, Mami. Die Location ist abgehakt. Kuchen, da meine ich gerade Kuchen, Outfits, Ringe, Blumen, Musik. Karte. Musik. Bitte, dass wir die Blumen jetzt noch haben, dass wir gleich den Termin haben. Und die, also am wichtigsten sind die Ringe. Aua! Ja, man verschätzt sich mega. Also, es sind halt so komplexe Sachen, die einfach sehr viel Zeit benötigen. Also, ich sag mal, 2-3 Monate vor Hochzeit, so wie wir das machen, weil es einfach so spontan war, ist jetzt vielleicht nicht die beste Lösung. Aber ich hoffe mal, dass wir es noch hinkriegen. Mal schauen. Also, bis jetzt habe ich noch alles hinbekommen. Also ich hoffe mal, dass es aufgeht. Tschüss, danke. Ciao, ciao, baba, mach's gut. Ciao. Baba. Du freust dich schon, ich sehe das. Ja, super. Geil. Lange auf diesen Moment gewartet. Wirklich? Nein. Nein. Okay, Handy brauche ich nicht, oder? Ja, packst du es aus meiner Tasche? Hi. Ich freue mich, wieder hier sein zu dürfen. Ich hoffe, das ist okay für alle. Neues Jahr, es ist mal wieder sehr viel passiert. Ich bin sehr glücklich vergeben. Ich habe eine Freundin. Nee, ist schon rot. Ja, es ist so eine kleine. Das ist die kleinste Zunge der Welt. Wir sind jetzt auch mittlerweile über ein halbes Jahr schon zusammen. Und ja, sehr happy. Ich heiße Laura Marie Geisler, bin 24 Jahre alt, komme aus München, bin beruflich Rennfahrerin und bin mit dem Jimmy zusammen. Und ja, so bin ich jetzt hier reingerutscht und jetzt sind wir hier. Und ja, mal schauen, was das alles so mit sich bringt, gell? Nee, also Teil einer Reality-Show zu sein, das kann ich gar nicht aussprechen. Das ist so surreal. Nein. Also das war jetzt nie meine Vision. Prinzipiell hätte ich das jetzt, glaube ich, im Leben, ja, das hätte ich auch überspringen können. Also das war jetzt kein Muss. Ah, da ist er. Schatzi. Ja. Hat schon die richtigen Reifen drauf, Schatz. Sieht schon mal wieder geil aus, gell? So krass. Das letzte Jahr oder
bis jetzt vor ein paar Monaten war wirklich super schwierig für mich. Ich war in so einer großen Selbstfindungsphase auch, weil ich einfach ja, extrem viel erlebt habe. Also es war auf jeden Fall mit die schwerste Zeit meines Lebens, weil ich nicht mehr wusste, wo oben und unten ist, wo links und rechts ist. Es wurden Entscheidungen getroffen, es wurden Sachen, Wege eingeleitet, von denen ich nichts wusste und die ich nicht wollte. Die Macht wurde halt sozusagen benutzt, gegen mich benutzt, um meine Existenz zu zerstören. Viele Leute wollten nicht mehr mit mir zusammenarbeiten, aus gewissen Gründen. Natürlich gehören irgendwo auch zwei Personen dazu. Und bei mir fing es halt an, dass ich der falschen Person einfach vertraut habe. Das war, glaube ich, mit der größte Fehler, dass ich da zu nachsichtig war, dass ich da einfach, obwohl ich schon gemerkt habe, dass das in eine Richtung geht, die mir überhaupt nicht gefällt, dass ich da noch weiterhin ans Gute geglaubt habe. Also ich war zu naiv. Das war, glaube ich, der größte Fehler, den ich gemacht habe. Wenn man wirklich auch ein bisschen was im Kopf hat und logisch denken kann, sieht man ja, dass ich öffentlich nichts zu dem ganzen Thema mehr sage. Hier jetzt schon, aber wirklich versuche nicht beleidigend zu sein. Ich versuche wirklich rational das zu sagen, weil ich halt einfach nicht möchte, dass es noch einen Platz hat in der Öffentlichkeit. Aber da gibt es natürlich noch eine andere Seite, sag ich mal, wo es halt schon sehr ausgeschlachtet wird. Das ist das, warum ich gesagt habe, ich muss da jetzt einen Cut machen, weil ich ansonsten weiterhin zerstört werde. Es geht nicht anders. Entspann dich. Ich hab's ja. Einfach so kommen sehen. Ja, entspann dich. Das ist nicht dein Auto. Laura hat heute ihr vorletztes Rennwochenende von der Saison. Es soll wahrscheinlich regnen und sie ist noch mit dem Auto noch nicht im Regen gefahren. Ich glaube, sie ist ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös. Ist die einzige Frau. Das heißt, da ist auch noch mal mehr Druck natürlich dahinter. Es war ja bisher meistens immer so, dass, wenn ich in einer Beziehung war, ich bin immer auf Veranstaltungen, wurde ich eingeladen und die Person an meiner Seite kam mit. Und jetzt ist es andersrum. Und ich finde das super. Ich finde das voll cool, auch einfach mal plus eins zu sein. Wenn du dann ja, deine Frau da auf der Rennstrecke siehst, wie die in so einen Porsche einsteigt und dann auch noch die ganzen Männer schluckt, also die ist ja, fährt ja immer vorne mit dabei, das hat schon was. Das ist schon echt ganz cool und das ist halt auch nicht ohne, natürlich in so einer riesen Männerdomäne, das zeigt ja auch ihren Willen und ihre Stärke und da dann auch noch extrem gut zu sein und zu sagen, du, ich breche mein Studium ab, ich habe da Bock drauf und ich krieg das hin, das hat mich einfach wirklich beeindruckt. Das ist schon so krass demoliert einfach. Hier haben wir sie so warm gefahren, dass es uns hier richtig die Folie ankokelt hat. Also man sieht schon, es sind schon richtige Kämpfe. Das Seitenteil wird schon ausgetauscht. Haben wir gar nicht mehr verliert. Auch komplett ausgetauscht. Frontschürze ist auch neu. Ich starte mit einem Auto, was auch provokant gestaltet worden ist. Es ist in so einem Rosaton. Und was man da schon merkt, ist, dass die Leute ein rosa Auto oder die Männer ein rosa Auto nicht gerne vorlassen. Und dass sie mich lieber abschießen, bevor ich vor ihnen ins Ziel komme. Weil viele Männer einfach nicht damit klarkommen. Das muss man ganz klar sagen. Die Tür geht schon gar nicht mehr richtig zu. Geht sie schon? Immer noch nicht zu? Nee. Ich habe da schon echt gut zu kämpfen. Aber fuck off. Also, was soll ich machen? So, ich habe mir den Sport ausgesucht. Ich weiß, dass ich mich in eine Männerdomäne reingestürzt habe. Und ich habe auch keinen Bock, die ganze Zeit diese Mitleids-Frauenschiene rauszuhängen, weil ich denke nicht, dass die Frauen es nötig haben, da immer zu sagen, oh, ich bin eine Frau und ich habe es so schwer. Es ist schwer, aber es ist auch gut. Okay. Ja, das ist eine Kurve, die hat eigentlich keinen direkten Scheitelpunkt, oder? Doch. Also ich würde die jetzt einfach... Siehst du die kleine Welle? Die Kurve, da kommt eine Huckel. Okay. Und dann kommt so ein kleiner Hubbel. Ja. Da ist der Scheitelpunkt. Das
zu meinem Plan für die Zukunft. Ich will nächstes Jahr schon im Rahmenprogramm der DTM starten. Ich will meinen Traum unbedingt verwirklichen können. Und ich weiß, mein Traum ist abhängig von anderen Leuten. Da ist natürlich die Leistung eine Sache, aber auch, dass ich natürlich kompatibel bin mit verschiedenen Marken, dass die in mich investieren. Das ist natürlich von Rennen zu Rennen. Es ist immer wieder ein absoluter Kampf. Und das ist einfach mein Leben. Und ich weiß, es gibt 3 Tage im Monat, wo ich einfach fucking gut sein muss. Und das muss ich da nutzen. Richtig beschissen gepennt, also war echt scheiße, aber naja, geht schon, muss ja, ja. Na, da sind wir wieder. Also bei mir ist ziemlich viel los, viel zu tun, ich kann mich echt nicht beschweren. Ja, doch. Ein toller Sommer bis jetzt. Heute ist ein total besonderer Tag. Wir fahren nach Prag, weil ich habe die Anfrage bekommen, bei der 4. Staffel von Das Boot mitzuspielen. Fire! Open fire! Beide Maschinen stopp! Das Boot, die Serie, beruht sich auf dem Originalfilm Das Boot. Das war der deutsche Film mit den meisten Oscar-Nominierungen. Und es waren 6 Stück. Also der ging ja damals direkt, also super krass durch die Decke. Die meisten Kojen werden von 2-mal benutzt, genau im Rhythmus der Wachen, ne? Das heißt, wenn einer abgelöst wird, dann legt er sich den Mief des anderen, ne Jungs? Ich glaube, das ist so eine Mischung aus, dass sie Bock haben, dass ich dabei bin, und eine Mischung aus so, ja, weil halt mein Vater damals mitgespielt hat und so. Von daher ist es, also was sehr bedeutend ist, dann halt in der Serie mitzuspielen, die sogar sehr erfolgreich ist auch noch. Wir haben ja auch die Rolle noch größer geschrieben, also nicht, dass sich dann so anfühlt, ja, spielt der Wilson mit, weil sein Vater mitgespielt hat, 2 Sätze und haut wieder ab und es hat jetzt nichts Tragendes oder so, aber das haben sie jetzt nochmal geändert. Es sind, glaube ich, auch nur 2-3 Folgen, aber dafür dann auch on point. Ja. Von Statist bis Star-Hauptrolle, von 1 bis 10, sehe ich mich bei einer 7, 6. Aber es schaut auch immer so aus, als würde es immer besser laufen. Das ist eigentlich ganz schön so zu sehen, dass sich der Aufwand und am Ball zu bleiben gelohnt hat in den letzten Jahren. Schönen guten Tag. Schöne bitte. Guten Tag. Einmal nach Prag, bitte. Mhm. Ja, super, danke. Angenehmer Fahrt. Danke, ebenso. Ciao. Die Chance, bei dem Boot die Rolle bekommen zu haben, ist eigentlich sehr gut, weil egal, ob es jetzt Produzent oder andere Filmschaffende dann die Serie sehen und sagen, oh krass, den Wilson da gesehen. Ich will mal mit dem drehen und sehen, was er noch kann. Dass man dann sozusagen dann die Upgrades bekommt im nächsten Projekt. Und eine große Rolle oder eine Hauptrolle bekommen. Irgendwann wird halt auch dieser Twist dann kommen, dass halt dann sowas regelmäßiger passieren wird. Man muss 150% halt geben. Und wer weiß, ob es beim Boot eine 5. Staffel gibt und wie es da aussehen wird. Wer noch alles lebt. Willkommen in Prag. Ich finde es ja schon ganz praktisch, dass hier nicht so viele Deutsche sind. Ja, weil die einen halt erkennen. Angesprochen zu werden, allgemein passiert schon oft. Und es ist immer schön, tatsächlich auch mal im Ausland zu sein, wo dann nicht so viele Deutsche sind, dann nicht erkannt zu werden. Hey! Moin! Bist du der Sohn von Ochsenknecht? Ja. Ja. Hast du mal einen Zug?
Das ist meine eigene, also die habe ich gerade selber geschaut. Oh nee, sorry. Aber du bist der Sohn von Uwe Ochsenknecht. Ja. Wirklich, ich komme hier raus aus dem Prager Bahnhof und sehe dich. Ja. Und dann geht man nach Prag und wird angesprochen wie in Berlin. War ich dann auch überrascht. Was machst du denn hier? Arbeiten. Okay. Ja. Meistens wird man doof angesprochen, weil die Leute nervös sind und gar nicht wissen, wie man jemanden ansprechen soll, der bekannt ist. Was sagen die da so? Hey Jimmy, na, kann ich ein Bild mit dir haben? Welcher Sohn bist du denn? Der Jüngere oder der Ältere? Der Ältere. Ach so. Das war letztens auf dem Festival. Da haben wir gesagt, ey, jedes Mal, wenn jemand mich auf Jimmy anspricht, dann trinken wir einen Shot. Haben wir dann gelassen. Wir wären nicht gut zu Ende gegangen, das Ding. Jetzt ruft der Fahrer an. Hallo. Hallo, you at Burger King, right? Also das ist von allem ein bisschen. Wie geht's deine Schwester? Sie ist Mutter. Was? Sie ist Mutter? Krass. Meine Ex auch. Ja. Okay, wir müssen los. Später. Tschüss. Tschüss. Meine Hüfte. Ich komme gerumpelt heute. Ich bin alt und gebrechlich. Bei mir ist ganz viel passiert, ne? Eigenes Format bekommen, was auch sehr erfolgreich gelaufen ist. Kollektion ist gewachsen und gewachsen. Ich habe so viele Sachen irgendwie gemacht. Aber privat ist es noch wie vorher. Natascha alone zu Hause. Ich habe heute ein großes Fotoshooting. Wir wollen heute für meine Setkarte neue Fotos machen, weil ich ja vorhabe, vielleicht noch mal ein bisschen zu modeln. Ich habe immer wieder Anfragen bekommen, ob ich nicht modeln möchte, da modeln möchte und da modeln möchte. Bin ja vor ein paar Jahren auf der Fashion Week in London gelaufen. Da wollten mich Agenturen in London haben, aber da war Cheyenne, fand ich noch zu klein. Und für mich ist der Reiz da, zu gucken, kann ich mit 58 da noch mal was reißen oder nicht? Das finde ich spannend. Wollte ich auch mal ausprobieren, ne? Vielleicht laufe ich ja bald für Gucci oder so. Peter. Hi, Natascha. Freut mich. Hi, Natascha. Diana. Hi. Oh, da ist sie ja. Hier findest du mich. Oh Gott, aber auch das hier warm. Hallo. Hi. Ist denn der Bin schon? Wo ist denn der Bin? Bin? Ja. Bist du da? Ja. Schwer für mich. Guten Morgen. Ja. Alles gut? Ja, super, danke. Ich habe gelernt, wie es geht. Okay, dann können wir die Sache mal hier rüber tun, ne? Ich glaube schon, dass es sie treffen würde, wenn es gar nicht funktioniert. Wenn jetzt wirklich alle Modelagenturen sagen, nee, sorry, das wird's nicht. Das geht dann, glaube ich, schon auch irgendwo dann ans Ego und dass man ein bisschen überlegt. Aber wenn man dieses Talent hat, das geht ja nicht weg im Alter. Ich hatte noch ein paar Schuhe dabei. Da können wir mal gucken, weil ich auch ein bisschen businessmäßig so, weißt du, finde ich halt ganz cool. Ist natürlich super, wenn es große Namen irgendwie werden. Es ist mir aber auch egal, wer das dann ist. Ich habe witzigerweise jetzt gerade heute online mal geguckt. Da war auch ein älteres Model dabei. Und da dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, das mache ich mit links. Ne? Das hört sich jetzt total blöd an. Aber es war so, das sah so schlimm aus, dass ich mir dachte, okay, das kriegst du mal locker hin. Ne? Ja, ich würde sagen, dass wir vielleicht gemeinsam gleich mal festlegen, was wir machen wollen. Ja, genau. Auch in welcher Reihenfolge. Ah, ich habe hier noch Hut auch noch dabei, fällt mir gerade ein. Eine Cap, weil ich habe auch einen weißen Anzug dabei. Also können wir halt mal gucken. Du hast ja gesehen, die Kulisse hier draußen finde ich ganz cool. Ja. Das war dann, ich hatte zum Beispiel einen weißen Anzug gesehen, den wäre eher was, was ich draußen mit diesen roten Ziegelsteinen oder sehen würde. Mhm. Und dass wir dann eher jetzt mit den Beauty-Shots hier anfangen. Mhm. Dann diese Fashion hier drin. Ich fand dein grünes Teil ganz cool. Ja. Weil noch haben wir die Schatten, dann können wir auch die Wand nutzen. Okay. Ich würde sagen, legen wir los, oder? Yes. Ja. Ich gebe mich natürlich nicht mit dem Erstbesten zufrieden, aber ich bin ja hier in guten Händen. Und Nina hat den Peter vorgeschlagen. Ich habe mir seine Sachen angeguckt, die er macht. Fand das sehr cool. Ich glaube, du musst mir nur noch meine Pigmentstörung. Siehst du? Willst du die weg haben, ja? Ja. Das
sieht immer aus wie ein Pfeilchen. Bei der Kamera bin ich entspannt. Das war früher natürlich ein bisschen anders, da war man immer ein bisschen schüchtern, mal gucken oder so. Aber man entwickelt ja so im Laufe der Jahre so ein bisschen so seine Posen, was will der Fotograf sehen oder der Fotograf sagt dir, was ist Sache oder so. Sie macht das jetzt schon seit Jahrzehnten, es ist ewig im Geschäft und so weiter. Das ist auf der einen Seite ist das von Vorteil. Auf der anderen Seite, das, was vor 20 Jahren Vogue war, ist heute nicht mehr unbedingt von Vorteil. Weil wenn jemand sein Programm abspult, dann kann jeder Fotograf dasselbe Bild machen, wenn er eine Kamera halten kann. Und wenn du aber ein besonderes Bild machen willst, dann muss das zwischeneinander funktionieren. Also nicht der eine spult sein Programm ab und der andere nimmt es auf. Sondern in der Interaktion zu schaffen, Bilder zu schaffen, die vorher noch nicht da waren. Wie willst du denn scheitern? Also jetzt fürs Foto ist es vielleicht auch nicht schlecht, so wie er fällt gerade. Guck mal. Mhm. Oder meinst du Mittelscheitel? Was findest du besser? Nee. Es ist ja eh, es kommt ja wirklich nur aufs Gesicht an. Okay. Und dann bei dem Licht, ne? Boah, ich kann nicht so gut in der Sonne gucken. Bitte? Ich kann nicht so gut im Licht gucken. Du bist im indirekten Licht, also musst dir keine Sorgen machen. Nehmen wir das schwarze T-Shirt? Sie macht das runter. Ich mach das runter. Ah, okay. Wollte gerade sagen, weil das wäre jetzt ein bisschen zu derbe. Bisschen zu hart, genau. Nee, das mache ich nicht. Oh, ich kann halt nicht in der Sonne gut gucken, ne? Das ist halt mein einziges Problem. Ich kann dich aber auch anzählen, das ist kein Thema. Das heißt, du machst die Augen zu und bei drei machst du das richtig einmal bam. Ja, und dann geht das auch. Lass mich erstmal nur das Licht checken bei dir. Ich habe leider auch noch eine Augenentzündung, ich habe das volle Paket. Ich muss dann echt bei drei, hoffentlich kriege ich das. Ja, genau. Du kriegst das schon hin. Mach dir keine Sorgen, ich krieg's nämlich auch hin. Los, gut. Eins, zwei, drei. Ja, sehr schön. Und one more time. Kinn hauch runter. So ist gut. Eins, zwei, drei. Oh nee, da muss man gucken, es tränt. Aber es war krass, ne? Mit dieses Weihnachten. Natascha, guck mal hier. Hier zu viel. Ja, ist zu viel. Also nicht zu viel. Okay. Ruhig ein bisschen, ganz wirklich, versuch ganz entspannt, ganz neutral zu sein. Du hast, wenn du so auf bist, bist du sehr freundlich. Das da klingt schon zu aufgesetzt. Das willst du auch nicht am Ende des Tages. Nee. Das finde ich jetzt nicht so vorteilhaft. Das ist zu schief. Genau. Mach meinen Kopf gerade. Kipp ihn richte du sie mal aus, wie du denkst, wie das Bild passt. So. Ja. Eingeknackt. Wir sind jetzt wiederum bei Bekannten zum Glück, die einen coolen Blumenladen haben. Und auch einen eigenen Blumenanbau, Freunde. Ja, versuchen wir richtige geile Blumen zu finden für unsere Hochzeit. Ja. Schauen wir, ob sie was Gutes haben. Und natürlich auch mein Brautstrauß. Ui. Das ist ganz wichtig. Das machst du doch nur wegen der Kamera, du. Hallo. Oh, wow. Hallo. Oh. Was ist das für dich? Oh, die sind schön. Richtig schön. Die sind auch geil, oder? Ja. Die Blumen sind mir sehr wichtig, auch für die Hochzeit, für die Deko. Das ist richtig schön. Ich habe sehr, sehr viel Inspiration auf Pinterest gesammelt. Also mein Brautstrauß sollte eigentlich so aussehen, aber noch ein paar frische Blumen dazu. Aber wir wollen so einen Mix aus Trockenblumen und frischen Blumen haben. Haben wir auch schon vorher hierher geschickt, also ein paar Fotos, damit wir schon mal den Damen zeigen kann, auf was sie sich vorbereiten müssen. Ich hoffe, dass wir das genauso umgesetzt kriegen. Also ich habe ja schon ein paar Fotos jetzt von euch gekriegt, gell? Ja. Und von der Farbrichtung her, wie ist es halt? Das voran? Gern haben wir. Oder nein, bleibt da. Passt schon. Wir waren vorhin bei der Location, ich habe noch mal ein paar Fotos gemacht. Jager wird jetzt, gell? Genau, ja.
Das ist so ein... Das war jetzt die standesamtliche Trauung. Also macht das draußen, nicht drinnen. Also wir machen draußen die Trauung und drin das Essen. Und Essen ist dann so... Das ist ein uriger Raum, gell? Ja. Ja. So, aber nur halt mit noch mehr Trockenblumen vielleicht. Mhm. Zum Beispiel kann man es auch noch ein bisschen mischen mit, ja, zum genau Beispiel so. Da mit Pampasgras und so. Ja. Weil das Dirndl wird eh schlicht sein und dann sollten die Blumen so... Und Naturstil, oder? Möchtest du sowas? Wie sieht die Alternative aus? Man kann einen Wurfstrauß machen. Das ist einfach eine Miniatur von einem normalen Brautstrauß. Und dann kannst du dann werfen. Und dann anfangen. Also, das finde ich schon lustig. Ja. Ich glaube, dass bei uns auf jeden Fall der Spaß und der Tag im Vordergrund steht. Aber es muss jetzt nicht übertrieben sein. Nee, aber wenn man in den Raum kommt, dann schaut jeder auf die Blumendeko und auf die Deko und auf die Torte. Und das sollte schon dann perfekt sein. Wir haben budgetmäßig jetzt nicht wirklich was angesetzt, wo wir sagen, keine Ahnung, 10.000 Euro und höher geht's nicht. Also da sind wir eigentlich noch, sind wir ganz offen. Also wir machen jetzt alles erstmal perfekt und wenn etwas irgendwie gar den Rahmen sprengen sollte oder so, dann sagen wir, okay, dann müssen wir da ein bisschen uns zurückhalten. Aber wir haben jetzt kein Stoppziel gesetzt. Keine Ahnung, mit einer Hochzeit für 60.000 für einen Tag, was dann kann ist, also weg für immer, da will ich mir lieber, keine Ahnung, mal einen Dachboden ausbauen und habe da eigentlich mehr davon, als wie jetzt einen Tag so viel Geld reinzubuttern. Also das wäre jetzt für mich rein wirtschaftlich komplettes No-Go. Wenn du jetzt zum Beispiel Hochsteckfrisur machst, kann man kaum mehr machen, gell? Dann gehen wir mal weiter meiner Liste. Die Steko her, habt ihr euch da schon irgendwelche Gedanken gemacht? Wir haben die Kosten auf jeden Fall im Überblick. Ja, wo stehen wir da? Ja. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wo wir stehen. Kann ich wirklich nicht sagen. Ich kann dir sagen, was die Torte kostet. Ja, knapp 600 Euro, glaube ich. Ja. Wir müssen ja sagen, wir sind ja eine kleine Hochzeit noch, ne, hier. Ja, ja. Wie gesagt, also es gibt keine Grenze, gell? Im Eingangsbereich so eine Tafel, weil das kann ich dann auch dekorieren. Ja, das haben wir. Das muss ich nur noch in Auftrag geben, weil das dauert nicht lang. Wollt ihr ein Ringkissen haben? Ja. Wir gehen heute unsere Ringe noch kaufen. Das wäre jetzt der letzte Punkt auf der Liste. Armstecker, Körperschmuck, hättest du da gern was? Genau gleich wie mein Brautstrauß. Und wie viel Stück? Für Trauzeugen vielleicht? Also der Trauzeugen haben wir nicht. Also gar nicht. Okay. Ah, doch. Wilson und Jimmy haben wir. Ich habe es gerade voll vergessen. Ja, zwei Stück. Also drei. Drei. Dreimal. Also einmal für den Bräutigam und zweimal das gleiche dann für Jimmy also drei. Und Wilson. Dann schreibe da mal ein Fragezeichen und das machen wir dann spontan. Schreib Nino Fragen hin, bitte. Ja, passt. Das war seine Entscheidung mit der Verlobung. Stimmt, ja. Nein, wir freuen uns wirklich. Ja. Frag aber bitte nicht, wie die Nachnamen heißen werden. Wie werden denn die Nachnamen heißen eigentlich? Ja, Nino, erzähl doch mal. Wir haben uns nicht entschieden, gibt's noch nichts zu erzählen. Wissen wir noch nicht. Wirst du vielleicht ein Ochsenknecht, Nino? Never. Ich brauche jetzt, also ich finde es auch, bin ein bisschen so aufgewachsen auch, dass eher die Frau einen Nachnamen annimmt. Und das würde ich gerne weiter so pflegen. Ich hätte gerne einen Doppelnamen mit Nino zusammen, Ochsenknecht Zivkovic, weil Mavir heißt Ochsenknecht Zivkovic und ich fände es einfach legitim und ganz normal und ganz schön klassisch, wenn der Nino so heißt wie seine Tochter oder wenn seine Tochter so heißt wie der Vater. Wie siehst du das? Also es ist okay, wenn man es annimmt, aber ich zum Beispiel, ist jetzt nicht so mein Ding. Also. Ich weiß, dass der Nino das anders sieht. Das ist auch noch so ein kleiner Punkt, den wir besprechen müssen. Ich werde den Namen nicht annehmen, weil ich stolz bin drauf, so wie ich heiße und das auch weiterführen möchte. Ich verstehe auch, dass er nicht meinen Namen komplett annehmen will, also nicht Nino Ochsenknecht heißen würde. Wobei ich sagen muss, dass es alle cool finden wegen Ochsen und Knecht, wegen dem Hof. Aber ich finde Ochsenknecht Zivkovic einfach eine faire Lösung. Wir haben beide Namen und fertig. Macht doch trotzdem keinen Sinn für mich. Ich habe schon mein ganzes Leben in Deutschland aufgegeben. Ja, mal schauen. Ich werde ihn schon dazu überreden. Wird nicht passieren. Ging schneller als gedacht, muss ich ehrlich sein. Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Dass du so einfach bist. Also wenn etwas nach meinem Kopf geht, dann bin ich sehr einfach. Aber du hast eh gesagt, die Deko darf ich machen. Also stimmt, ja. Aber hier sind wir beim besten Partner. So, danke, gell? Dir, gell? Falls ihr noch einen Geschäftspartner sucht, ich würde gerne mit einsteigen. Ja. Ja. Fast, danke, gell? Dann sehen wir uns am spätestens 19. August. 19. August, ja, wir werden schon nochmal telefonieren. Tschüss. Danke, gell? Tschüss. Baba.
endlich eine weitere Lassi abgefallen ist. Wir müssen jetzt auch schnell weiter, weil wir brauchen noch Ringe. Noch einen wichtigen Punkt und dann haben wir es für heute geschafft. Ja. Ein neuer Tag und also vor allem auch erster Tag jetzt heute mal direkt am Set zu sein, Kostümproben, Haare ab, ja, und alle halt noch mal richtig kennenzulernen, wer auf welchem Boot ist. Hello. Preparing for you. You will be a crew member of the 330. Mm-hmm. We are in the Mediterranean Sea, mm-hmm. in the half tropical Mediterranean, where when you had short and shorter things. 1 second, please. And we can try the fitting with it. Yeah. Ich spiele die Rolle Nudel mit einer Crew, die 13 Mann sind, auf dem Schiff, wo normalerweise 40 Leute sind. Und ich bin Funkgast. Aber da wir keinen Funk haben, bin ich auch Koch und halte aber auch Ausschau, wenn wir über Wasser sind, dass wir nicht angegriffen werden. Ja, maybe the bigger one is better. If we can change the short, it's better. The bigger one. Nudel kann kochen, kann Kartoffeln schälen, kann das ganz tolle linke Seitenruder führen und also er wird auch immer so ein bisschen von den Teammitgliedern so ein bisschen gemobbt. Okay, we have to find shoes for you. Mhm. Ja, also womit ich mich auf jeden Fall identifizieren kann, ist das mit den Kartoffeln. Ich mag ja auch Kartoffeln. Er mag auch Kartoffeln. Ja, es gibt nicht so viele Infos über Nudeln. Okay, every boat has got a sign, and then your boat is a cockroach, and we put it on your head. Or head. That fits perfectly, cockroach. You are the bad boys of the Kriegsmarine. Yeah. You can have it straightened as you wish, or you can tilt it. It's up to you. You can also tilt the hat like this if you wish. Yeah, need to wait for the haircut. Your style. Yeah, of course you have to have style. Ich habe mal so ein bisschen gegoogelt, wie so damals eine U-Boot-Crew aussah. Aber wenn du dann nochmal vor Ort bist und dann die Klamotten bekommst und anprobierst, kriegst du halt einfach so das Gefühl für die Situation, für den Zeitraum, wo das Ganze spielt und das auch noch was Historisches. Macht auf jeden Fall was mit mir, wenn da der Charakter wird halt zum Leben erweckt. Funkgast Nudel zu ihren Diensten. Also Nazi-Rollen sind immer scheiße fürs Gefühl. Ich bin da politisch auf der ganz anderen Seite. Scheiß Logo. Ich muss dazu sagen, dass wir in diesem Fall nicht wirklich Nazis waren, sondern eher schon die Leute, die gesagt haben, fuck off Deutschland, wir hauen ab. Wir sind auf dem Weg nach Amerika, ihr habt uns alle verarscht. So. Da war ich auch sehr happy drüber. Ja, also normalerweise zieht sich ja sowas auch ewig. Aber es ging ja relativ schnell eigentlich. Also ich meine, es ist jetzt auch nicht viel. Klamottenauswahl auf so einem U-Boot. Man hat da nicht so einen großen Koffer dabei. aber nee, Klamotten sitzen gut. I'm back. Thank you very much. Thank you. See you. See you Monday. Monday. Latest. Or at the training. Yeah. Yeah. You ready? Hello. Good. Awesome. Hi, what's nice to meet you. Perfect. Ich finde schon als Schauspieler, dass man wandlungsfähig sein soll und nicht immer dieselbe Fresse hat, also denselben Bart oder denselben Haarschnitt in jedem Projekt. Das ist wie bei Topmodels, so heute ist Veränderungstag. I'm ready. You ready? Yeah. Let's do it. Und dann hofft man, dass es schon irgendwie halbwegs dann okay aussieht. Ich lasse mir die Haare ja immer wachsen, das, wenn ich drehe, mit meinen Haaren machen kann, was man will. Und dann habe ich aber auch noch die Ausrede, wenn es scheiße aussieht. Ich bin in einem Projekt, wie ich sich drehe gerade. So are you saying that this cut that we're gonna do is your shorter cut grown up? Mhm.
Right. And we want to keep it a little bit longer, so that we can give that sort of essence of rough, and he's going against the whole protocols of everything. Sounds like me. So there you go. Yeah. So you and Noodle are going to be like... So I can see already, like underneath here, hey Pavi, you know, your hair is shorter. So we can keep that. To have that a little bit shorter, and then our length that we want him to go is about here. All right, we can start. Okay. Ich fand die Haare auch toll, so lang, und das ist auch irgendwie so ein bisschen gemütlich. Aber kann auch sein, dass der neue Look dem Produzenten oder den zukünftigen Projekten so gefallen, dass die sagen so, ey, wir rasieren dir eine Glatze. Kann natürlich auch passieren. Ich hoffe, dass es irgendwann mal wieder zurückkommt mit den langen Haaren, auch wenn es nur kurz ist. Ja, ich bin happy. Also, ist auch ganz schicke geworden. Ich kann jetzt Voting machen für die Zuschauer draußen. Do you like it or not? Chip vote. Like. Yeah, yeah. No, I'm happy. You're happy. Yeah, yeah. Good. Geil. All right. Thank you for everything. Absolute pleasure, treasure. All right, yeah. Da haben sich die Leute vom Bühnenbau richtig viel Mühe gemacht. Hier hast du als erstes mal den U-Boot Locus, eine Toilette für 48 Mann. Vor einem Dreivierteljahr habe ich aufgehört zu kiffen. Ich habe gearbeitet wie Darth Vader. Mega, Natascha. Ich will jetzt erstmal Mailand und dann mal gucken. Nach Paris oder nach London, nach New York. Dieser hier wäre mit 6.775. Ich will schon, dass man sieht, dass es ein Ehering ist. Wie viel war der? 2 auch? So, dieser ist bei 12.395. Ich habe noch Termine. Aber mein Glück. Ihr Job ist natürlich super gefährlich. Also kann ja alles passieren. Das klingt jetzt echt hart, aber du hast ja keine Lust, deine Freundin da aus einem brennenden Auto zu ziehen und die dann dein Leben lang irgendwie im Rollstuhl fahren zu sehen.